Er weiß, seine Kräfte auf dem Fußballfeld sind vorbei, weil es jüngere Kerle gibt, die dort laufen. Du hast also nicht in allen Spielen Messi oder Ronaldo gesehen. Es geht nur darum, wer das Beste aus der gegebenen Situation herausholen kann. Namaskaram, Satguru. Du bist ein Fußballfan. Aus deiner Sicht, zwischen Messi und Ronaldo, wer ist besser? Schau, das ist die ganze Sache. An einem bestimmten Tag kann ich vielleicht besser spielen als Messi. Aber das macht mich nicht besser als ihn. Denn er ist die Stufen durchgestiegen, in Ordnung? Wenn er einen Ball ins Tor schießt, geht er vielleicht über das Tor. Wenn ich schieße, geht er vielleicht rein. Deshalb werde ich sagen, ich bin besser als Messi. So funktioniert das nicht. Es geht also nicht darum, wer besser als wer ist. Es geht nur darum, wer in der Lage ist, das Beste aus der gegebenen Situation herauszuholen. Nun, da du von einem internationalen Spiel sprichst, hat Messi das Geschick gehabt, dieses Spiel zu gewinnen, würde ich sagen. Denn wie jeder sehen konnte, hat er sein Tempo verloren. Er hat immer noch fantastische Fähigkeiten, aber er hat keine Schnelligkeit. Er kann nicht mit den jungen Burschen mitlaufen. Er kann den Ball nicht halten, aber er ist sehr gut. Das hat er also erkannt. Er ist kein Narr, der versucht, schneller als diese jungen Kerle zu laufen und sich dabei umzubringen. Er gibt einfach nur die notwendigen Pässe und macht den Unterschied. Das ist ein kluger Mann, nicht wahr? Sehr kluger Mann. Er denkt nicht, ich sollte ein Tor schießen. Er stellt nur sicher, dass der Ball an der richtigen Stelle ist, damit jemand ein Tor schießt. So nutzt er seine Fähigkeiten. Er weiß, dass seine Kräfte auf dem Fußballfeld vorbei sind, denn es gibt jüngere Kerle, die dort laufen. Du weißt schon, immer zwei, drei Schritte vor ihm. Also diese ganze Sache mit, was du jetzt fragst, ist eine Jasminblüte besser oder eine Rosenblüte besser? Du hast also Messi oder Ronaldo nicht in allen Spielen gesehen. Wenn man die beiden in den verschiedenen Vereinsspielen sieht, die sie gespielt haben, wo sie ihre Fähigkeiten größtenteils unter Beweis gestellt haben, sind sie in internationalen Spielen etwas fehl am Platz, weil es nicht ihre regulären Mannschaftskameraden sind. Und internationale Spiele sind etwas rauer, nicht von der Regel her, weil nationale Emotionen dabei sind. Diese feinen Spieler können dort nicht sehr gut spielen. Raubeine spielen besser. Sehr feine Spieler können in internationalen Spielen nicht sehr gut spielen. In den Vereinsspielen ist jeder ein Profi. Sie spielen ein bestimmtes Spielniveau, dort werden sie sich auszeichnen. Beide haben sich also in ihren Vereinen glänzend ausgezeichnet. Nun, manchmal, wenn man eine falsche Entscheidung getroffen hat, indem man in den falschen Verein gegangen ist, selbst wenn man ein großartiger Spieler ist. Schau, Ronaldo sitzt auf der Bank in Manchester United. Wegen Problemen. Andere Probleme als der Fußball werden aufkommen. Ronaldo hat sein Bestes gegeben, aber ich denke, dass er zum Ende hin nicht mehr sein Bestes geben konnte, weil er mit den Situationen und den Realitäten des Lebens im Alter von 37 Jahren nicht umgehen konnte, was er sein sollte. Ich denke, Messi hat diese Situation seines Alters anmutig gemeistert. Und ich denke, es hat sich für ihn ausgezahlt. Und es liegt nicht alles in seinen Händen. Die Mannschaft und die Situationen, die gegnerischen Mannschaften, viele, viele Dinge sind da. Wenn du also beim Finale sehen willst, ist Mbappe besser oder Messi besser? Mbappe ist viel besser. Er spielt wie Pelle, in Ordnung. But things didn't work. Aber die Dinge funktionierten nicht. Die Dinge funktionierten nicht. Er ist erst 23. Er bewegt sich schneller als fast jeder andere im gesamten Turnier, konnte aber nicht gewinnen. Am Ende ist das alles, was zählt. Das ist, was du verstehen musst. Was wir in unserem Leben tun, liegt nicht allein an uns. Das sind viele Dinge. Es ist dir schon oft passiert, du hast den Baum getroffen, aber er ist auf dem Grünen gelandet. Oh, das ist, wie du gewinnst. Es kommt vor. Du denkst, du hast einen tollen Schlag gemacht, aber er ist woanders hingeprallt. Du hast einen schlechten Schlag gemacht, aber er kam zurück, wo er sein sollte. Nun, all diese Faktoren sind da. Suche also nicht nach Glück, indem du die Bäume triffst. Nein, du tust dein Bestes. Was geschieht, liegt nicht allein an dir. Das gilt sogar für die besten Champions der Champions, in Ordnung? Keine Frage. Es ist also zu keiner Zeit richtig, sodass du dir nicht einmal selbst die Frage stellst, bin ich besser als der Typ, der neben mir sitzt? Tu das nicht. Was ist das Beste, das ich tun kann? Das ist alles.